Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen gerade auf den Poppes meines Moonkins. Uiuiui. Ich hoffe, der wird nicht irgendwann mal groß. Wird ein bisschen schwer, dass der Fettkloß dann hinterher flattert. Naja, ich werde jetzt noch ein oder zwei Quests in Shadrath abgeben. Shadrath, ja, war richtig. Und dann werden wir uns auf nach Nagrand machen. Ich habe in einer der letzten Folgen oder in der letzten, vorletzten, wie auch immer, Folge mal erzählt, yay, dass ich, wie gesagt, ein paar Level gestiegen bin. Mittlerweile sind es noch mehr geworden, weil ich meine Sucht, was Archäologie angeht, irgendwie nicht im Griff habe. Gebe ich ehrlich zu. Archäologie ist ein absoluter Suchtberuf für mich. Der macht saumäßig Spaß. Und ich habe auch dieses fossile Jungtier. Werde ich auch gleich mal zeigen. Ich freue mich natürlich erst, wenn ich das Mount kriege. Das Jungtier finde ich auch super genial, aber das Mount, das hätte ich halt noch lieber. Es sieht einfach Hammer aus. Naja, und dadurch, dass ich eben diesen Beruf gesuchtet habe und durch jedes ausgebuddelte Fragment, sage ich jetzt einfach mal, 3350 oder so in der Art an Erfahrungspunkten gekriegt habe, bin ich nun mal leider Gottes nach 450 Leveln, sage ich mal, also Leveln im Archäologiebereich, ja, vier Level, jetzt schon fast das fünfte gestiegen, also es geht echt extrem. Archäologie ist echt Hammer zum Leveln, muss ich sagen. Ich habe es jetzt wirklich 4 Tage durchgesuchtet. Wir sind im Übrigen mittlerweile schon über Nagrand. Es ist so verdammt schön hier. Ich liebe Nagrand. Wer im Übrigen noch nie Horde gespielt hat, das ist der Sitz der Orks in Nagrand. Der ursprünglichen Orks hier ist zum Beispiel auch Thralls Omi. Ich weiß nicht, ob das wirklich seine Omi ist oder quasi nur Omi von allen Orks genannt wird. Und da unten ist auch irgendwo Garrosh. Das Ding ist, ich darf nicht allzu weit hin, aber da ist er. Hier, da hätten wir zum Bleistift Garrosh, wie er damals noch aussah. Dumm und hässlich, wie er heute ist, ist er hier noch nicht. Na gut, dumm. Da ist er so ein bisschen weinerlich in dieser Phase. Wow. Ich muss wirklich ein bisschen aufpassen, denn ich finde, ich befinde mich hier in Feindesgebiet. Das ist nicht gut, aber wie gesagt, das wollte ich euch jetzt auf jeden Fall mal gezeigt haben. Da hinten ist der Thron der Elemente. Ich denke, da kommen wir da auch noch hin? Ich glaube schon. Wir müssen. Oh Gott, Hala? Ja, klasse, ich kann in Hala gucken, wie genial. Hala, ja, bevor wir zu den Quests gehen, wird das irgendwie eine Menge Erklärkram, glaube ich. So, die Uhr, die habe ich jetzt natürlich wieder mal verpeilt. Es gehört gerade uns, bringt mir im Moment aber noch nichts. No-Name-Gilde, das ist natürlich auch geil. Hala ist, ich sag jetzt mal so ein Open Battlefield, so wie, Tausendwinter es jetzt ist, aber das war damals halt so eine, ich sag mal, verbilligte Form davon. Man musste hier rein theoretisch nur PvP-geflaggt stehen und hat das Ding dann halt eingenommen, wie so oft. In Classic-Zeiten oder beziehungsweise ab Burning Crusade. Ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt. In Burning Crusade kann man ja auch diese Türme einnehmen. Man kann hier schon... Ach so, das ist... Was ist denn das überhaupt? Ach so, ja, vor ganz sagen, für ganz doofen Stein. Ja, die Zügel. Rheintalbug, schön wär's, aber dafür müsste ich mehrere Spieler umklatschen und das habe ich noch nicht. Ja, die Scherbenwelt zeichnet sich besonders durch diese glitzernden Sachen aus, sage ich jetzt einfach mal. Das haben die irgendwie sehr, sehr gerne gemacht. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo ist unser Stützpunkt eigentlich? Ich bin hier noch nicht ganz so oft gewesen. Wir wollen zu den Kurenai. Das sind unsere... Ist unsere Fraktion in der Scherbenwelt, sag ich mal. Die Fraktion für die Allianz. Das hier ist Garadar. Und das sind die... Wie heißen sie gleich? Die Makar, glaube ich, ne? Das ist eben die Fraktion für die Horde. Und man kann dann eben bei den Makar, wenn sie so heißen... Ich habe es jetzt irgendwie voll verpeilt, lol. Oder den Kurenai im Ruf farmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich musste weiter nach oben. Wo ist denn unser verdammter Stützpunkt bloß? Ach, ist das ein Elend. Ja, und Nagrand zeichnet sich unter anderem, ich meine,
zieht euch das doch mal rein, wie geil das einfach nur ist. Ganz ehrlich, wenn ich hier irgendwie mit Leuten mal hier rumgehangen habe, haben wir immer hier oben gepicknickt oder so auf so einem Ding. Es ist so cool und ganz... Ach, guckt euch das doch an. Nagrand ist die schönste Gegend. Ich glaube, da sind wir uns fast oder sind sich viele einig von WoW-Spielern. Nagrand ist ein unsagbar geiler Questort. Saumäßig schön. Gut, die Quests selbst, ja, von geil bis nervig ist hier auch alles dabei, weil Nessing Wary halt, ne? Wir kennen das. Ach ja, die kann ich auch mal annehmen. Hier ist jemand, der so ein bisschen Illidan-like ist. Äußerlich gesehen. Der gibt uns die Quest, diese Lager, die wir hier da sehen, zu inspizieren. Später kaputt zu hauen. Und ein, ich glaube, ein Elite-Mob. Ich weiß nicht, ist natürlich auch wieder eine Mehrspieler-Sache. Ach so. Ich wollte gerade sagen, 150.000 Gold. Ich wollte gerade sagen, Mann, oh Mann, ich muss mich, glaube ich, mal mit ein paar Leuten besser stellen in der Gilde. Ach, im Übrigen, Archäologie im Übrigen, es ist so cool. Man kriegt natürlich auch immer mal so ein paar Sachen, die da ein bisschen mehr wert als wie nur ein Gold sind. Zum Beispiel Marlon oder Dab eher gesagt. Der hat jetzt sich mal, wie heißt denn das? Das Wort von Sui oder sowas bekommen und das Ding ist 375 Gold wert. Und das hat er am Tag teilweise dreimal gehabt. Also es lohnt sich wirklich, Archäologie zu skillen. Man kriegt Epics. Das ist kein Scheiß. Account-gebundene Epics, die man, das ist so geil, finde ich. Ein Stab war dabei, ein Magierstab. Das ist hier, glaube ich, der Ring des Blutes. Hier ist auch eine Arena-Quest. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen verpeilt hin und her fliege. Ich weiß, ich hätte den Weg auch rausschneiden können. Aber es gibt Leute, die gucken meine Let's Plays, um mir tatsächlich nur zuzuhören. Sehr erstaunlich, wie ich finde. Weil ich es nicht tun würde. Ich würde mir nicht die ganze Zeit zuhören können, glaube ich. Ja, die LTF mir was Lustiges zu erzählt. Es gibt... Syrael ist wohl zu diesen Elementaren gegangen, um mal ein bisschen auf Lore zu kommen. In Kataklysmen, also beziehungsweise in Weltenbeben. Ja, hier gibt es auch Quests, schön. Und hier gibt es irgendwo, komischerweise sehe ich ihn, ach hier, sehe ich ihn, wollte gerade sagen, zu dem ist er gegangen und hat ihn wohl um Rat gefragt. Ich weiß nicht so genau warum, weil die Erde oder die Welt berstet bei sich, was man dagegen tun könne. Und er so, ja, er hat gefragt, ob Syrael einen Stein dabei hätte, damit er die Lage analysieren kann, sozusagen. Und Syrael hatte tatsächlich einen Stein dabei. Und hat ihm gegeben und er hat den Stein gegessen. Und das als Satz kam danach, der Stein hat Angst. Und ich habe nur, ich hätte auch Angst, wenn ich von so etwas verschlungen werde. Natürlich ist das auf die Welt gemeint. Der Stein hat Schiss, die Welt hat Angst zu zerbersten. Traurig an sich, ne? Und ich habe immer noch nicht unser blödes Lager gefunden. Ach, ist das schön, ey. Um ein bisschen auf Dalor rumzureiten. Ich kenne leider Gottes noch nicht allzu viel von Weltenbeben. Huch, okay. Was mich gerade viel mehr wundert, habe ich eigentlich keine Mineralien an oder wie oder was? Doch. Weil ich hier farmt jemand, glaube ich. Ich habe bislang noch keine Mineralien gesehen. Okay, sagen wir es mal so. Solange ich nicht weiß, wo ich hin muss, werde ich einfach diese Dinger hier umprügeln und ich werde hier trotzdem einmal schneiden, denn ich habe eine Menge Anfangszeug, ne? 5 Minuten, 6 Minuten sind es erst, aber naja. Gut, dann bis gleich und bye bye.